Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie geht's euch? Wie steht's bei euch? Ja, mir geht's eigentlich soweit recht gut. Ich mache jetzt hier ein Herbst-Try-on-Haul. Ja, ich habe seit 2 Wochen wieder zu studieren angefangen, habe letzte Woche dann schon eine Prüfung geschrieben, bin jetzt gerade bei meinem zweiten Thema und irgendwie habe ich so das Gefühl, mein Leben zieht gerade an mir vorbei. Also, weil ich irgendwie von morgens bis abends nur lerne. Und jetzt bin ich voll froh, das Video zu drehen, weil ich mich jetzt einfach mal wieder herrichten konnte. Weil irgendwie habe ich dazu keine Zeit, wenn ich lerne. Weil ich sage dann immer, ja, okay, das ist nicht so wichtig. Lieber ziehe ich das Lernen halt schnell durch. Und dann kann ich, wenn es wieder fertig ist, eben mich wieder halt auf alles andere konzentrieren. Aber jetzt bin ich super froh, dass ich mich jetzt herrichten konnte. Und ich habe so geile Outfits, dass ich die geilen Outfits euch zeigen kann. Und ich habe schon das Allergeilste an. Das ist nämlich hier das Outfit Number One. Das ist so ab und mal schön. Also ich zeige es euch mal von mir. Also das hier ist mein absolutes Favorite, deswegen ich habe es gleich mal am Anfang angezogen. Die anderen Outfits sind aber auch mega, mega, mega geil. Und ja, ihr könnt mir ja trotzdem gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gerade so geht, was ihr auch macht. Ich bei mir mega viele Leute studieren gerade. Mit Fliegen ist ja immer noch nicht so viel. Mal schauen. Also Dubai ist übrigens wieder offen seit, glaube 24. September, wie sich die Lage noch bis November entwickelt. Aber mal gucken, ob es dann im November nach Dubai geht. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Also ich freue mich. Oder ich brauche einfach irgendwie wieder ein paar Sonnenstrahlen. Bei uns ist irgendwie so ein bisschen grau. Und irgendwie, wenn es so kalt ist, hat man ja auch immer nicht so Lust rauszugehen. Aber ich freue mich trotzdem auch voll auf den Winter und so. Ist eigentlich immer ganz cool. Und ja, aber schreibt mir trotzdem mal in die Kommentare und dann zeige ich euch schon das nächste Outfit, nämlich einen weißen Rollkragenpulli. Das hier ist das dritte Oberteil. Die sind alle so schön. Die gibt es auch in verschiedenen Farben. Also die hier, die gibt es glaube ich nochmal in 4, 5 verschiedenen Farben. Und die haben halt alle die Töne immer. Also die haben ganz viele weiße Sachen und immer eben so lieffarbene Sachen oder eben so braune, beige Sachen. Also ich liebe auch die Farben extrem von den ganzen Kleidern. Und die sind halt super cool alle. Sie sind so stylisch geschnitten. Und hier auch eine Sport-Zweiteile. Ja, die gibt es auch übrigens in langärmelig, nur ich trage eigentlich am liebsten kurzärmelig. Also ich mache auch nur Sport eigentlich in so kurzärmeligen Sachen, T-Shirts, Tanktops. Da wird es einem ja eh immer warm. Und ja, das ist auf jeden Fall eins von denen ihrer Kollektion. Die Farbe finde ich auch richtig cool, passt gut in den Herbst. Und dann kommen wir zu dem zweiten. Ist die letzte Farbe aus der Kleiderkollektion. Also falls ihr noch wisst, beim letzten Video, das ich beim Eifstick gedreht habe, da habe ich nämlich die Kleider schon in 3 anderen Farben angehabt. Ja, und das ist die letzte Farbe. Fand ich richtig cool. Ich fand die Kleider so geil, dass ich das noch in der letzten Farbe haben wollte. Nämlich zu dieser Jogginghose und diesem Oberteil. Also das Oberteil, das ist noch ein Sommeroberteil, aber man kann das ja immer irgendwo unten drunter anziehen oder eben mit der Jacke kombinieren. Und ja, dann noch diese Jogginghose. Ist einfach so eine weiße, schlichte, schöne, die ist cool, dass sie eng anliegend ist. Jogginghose. Aber wie ihr seht, ich habe total viele weiße Sachen bestellt, weil ich fahre irgendwie gerade total auf weiß ab. Das ist
Ich finde es so schön, so hell und alles. Das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, meine Herbst-Winterteile, Sommerteile haben euch gefallen. Mit dem Code Andrea20 spart ihr euch 20% auf eure Bestellung in den nächsten 5 Tagen. Außer eben auf reduzierte Artikel. Ja. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen. Und es wird irgendwann bald mal wieder ein Try-on-Haul von Lilien geben. Ja. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir Daumen nach oben da und dann ja, bis zum nächsten Video. Tschüssi!